befinden uns heute in Berlin am Festsaal Kreuzberg, wo wir zum Tourauftakt der Weiß jeden Tag Brenntour von Feine Sahne Fischfilet gehen werden. Zwei Gründe, warum das geil ist. Erstens, es sind nur 900 Leute da. Und zweiter Grund, warum das geil ist, ich muss mir Feine Sahne Fischfilet nicht im Haus Auensee in Leipzig angucken. Oh yeah! Es gab die Tickets auch nur, um Bundle mit Platte oder Album zu bestellen. Denn heute wird das erste Live-Album von Feine Sahne zelebriert. Ich bin mit Miri da. Einlass hat gerade begonnen. Vorband gibt's heute nicht. Ja, brauchen wir für so einen Club-Gig eigentlich auch nicht unbedingt. Ich glaube, die Stimmung wird auch so ziemlich geil sein. Mein sechstes oder siebtes Mal Feine Sahne Fischfilet. Das letzte Mal müsste auf dem Open Flair 2018 gewesen sein. Also ich habe die echt schon lange nicht mehr live gesehen. Wir gehen jetzt mal hier aus der Kälte rein in den Festsaal. Ja, irgendwie sind gefühlt in der Schlange mehr als 900 Leute. Ich gehe davon aus, das dauert noch ewig. Nee, das dauert 5 Minuten, dann sind wir drin. Wir sind jetzt Jacke und Rucksack losgeworden. Erstmal Bier trinken. Du warst noch nie hier, oder? Nein. Das ist aber gar nicht mal so groß. Ja, 900 Leute. Festsaal Kreuzberg ist einfach eine saugeile Location, ey. Das letzte Mal hier waren wir zur Sonderschule. Da warst du leider nicht dabei. Kriegst du dich davon irgendwas an? Nee. Das hier, oder? Okay, let's go. Also ich habe jetzt 7 Euro inklusive Pfand für eine Cola und eine Apfelschorle bezahlt. 1 Euro Pfand kann man sich eigentlich nicht beschweren, aber es sind halt nur 0,2 Liter. Bier kostet 4 Euro, sind aber auch nur 0,33. Apfelschorle oder Cola? Wie wenig ist das denn? Dafür auch nur 2,50. Ah, okay, ich dachte jetzt sowas wie 4 Euro oder so. Naja, sieht halt scheiße aus. Was wird der Opener? 30, wir haben gelebt. Ich hätte es auch gesagt, aber ich glaube nicht, dass das der Opener ist. Aber aus irgendeinem Grund würde ich denken, dass es ist. Hä? So ein Abend wie hier heute, ja, irgendwie vielleicht ein Abend, der vielleicht mal Kraft gibt, der, wo ihr vielleicht einfach ein Lachen auf den Lippen habt und wo das Motto für uns ist, ja, und gegen diesen scheiß Zeiten manchmal, lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Ich hab Angst zu erfrieren, was jeden Tag brennt. Jetzt weiter, wir lachen zu zweit. Wir haben sogar gehört, dass einige aus Bayern und von Rügen angereist sind. So bescheuert. Vor 10 Jahren haben wir das erste Mal im Festsaal Kreuzberg gespielt. Wir freuen uns auf diesen Abend, wir freuen uns auf diesen Abriss. Überraschung, ja, wir sind hier nicht bei irgendeinem Hippie-Konzert, aber genauso wird bei Feine Sahne nach links, nach rechts, nach vorne, hinten geguckt und es wird niemand liegen gelassen, wenn er sich auf die Fresse packt. Ich glaube, bei uns ist ja allen klar, dass wir Fascho scheiße finden, ja? Wir finden es dann eher oftmals komisch, wenn Leute irgendwelche Parolen brüllen, aber sich dann nicht in der Realität gerade machen,
sondern nur im Internet irgendwie große Fresse haben, ja? Runter mit euren Ärschen, los! Weiter! Hoffentlich spielt's an jedem an. Das Leben, das ist schön, hat eure Talen haben wir. Die Sonne hat das angesehen. Kommt aufs Boot! Steht vor Moria, müssen mit den Tränen reden. Du funktionierst. Ich sollte aufhören. Bin 17, 20 oder 30 Jahre Knast. Ich bin nur, wie viele du nicht gerettet hast. Stand. Ich weiß auch, was du sagst. Wenn ein Unglück hat, der beweinigt auf den Stand. Ich bin überhöht. Dein Wort und Wert. Und der Erwartung. Entscheidung und Unterricht. Es ist so besonders, für uns hier stehen zu können, nach so vielen verrückten Jahren so sagen zu können, wie schön es für uns ist, als Band hier zu stehen und das zu lieben. Ja, wir haben noch uns. Auf einen wunderschönen Abend. Leckt uns am Arsch. Schon damals ein Mensch organisiert, den der Laden damals gehört hat oder mitgehört hat und der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Ja, hier los. Er meint, die mussten schon die Lüftung ausmachen. Ja, Digga, nichts geiler als Büro. Es ist für uns der Oberhammer, Björn, hier wieder sein zu dürfen und deswegen ganz pathetisch ein Geburtstagslied für dich, du schäbiger Assi. Ach, da ist er ja! Treibt die Musik! Feine Sahne Fischfilet-Konzerte raussuchen können als heute Abend. Junge. So, das war mindestens das beste Feine Sahne-Konzert, was ich je gesehen habe. Und wahrscheinlich Top 3 dieses Jahr, wenn nicht sogar mehr. Für mich ist es auf jeden Fall das beste Konzert dieses Jahr. Besser als Kraftklub? Ja, von der Stimmung. Also was hier abging, das aber kannst du nicht in Worte fassen. Eindeutiges Ja. Krank. Super, ich kann mir leider auch die Liste weiter drüber.
Ich war mit meiner Position sehr zufrieden, weil der Pit sah sehr eng aus. Jetzt am Ende ging es dann. Was für ein fettes Konzert. Ich bin wirklich sprachlos. Das war einfach nur geisteskrank. Es ist entweder Kraftklub oder heute bester Gig des Jahres. 2, 3 Anwärter kommen ja noch, aber ich weiß nicht, ob das heute nochmal überboten werden kann. 900 Leute drehen einfach komplett am Teller. Pyro, Crowdsurfen, Bogo, manche der Biergranatenwerfer auch wieder am Start. Das hasse ich wirklich an Konzerten im Winter, diese scheiß Garderoben anstehen, ey. Ich hoffe, wir schaffen das in 15 Minuten. Wir müssen zum Bus. 1:37 später. Sorry an alle, dass wir uns vordrängeln mussten an der Garderobe, aber wir haben es leider ein bisschen eilig. Raus in die Kälte. Es wurde halt auch so viel gecrowdsurft, ey, es war echt richtig aber krank. Aber das muss ich ja mal sagen, also ich habe gefühlt mehr Frauen crowdsurfen sehen als Männer. Gefühlt auch eine Frau gesehen, die ist bestimmt 25 Mal gecrowdsurft. Ja, das stimmt, da gab es aber auch einen Typen, der kam bestimmt 10 Mal. Also ich bin auch froh, dass ich nicht unten drin war unbedingt, weil das wäre mir irgendwann auf den Sack gegangen. Wenn Monchi dann kommt, zack, einfach fallen gelassen. Nee, wenn Monchi kommt, den würde ich halten. Allein, by the way. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte übelst Bock auf noch ein Bier jetzt. Aber nur noch mal zusammenfassend, also du würdest sagen, das war das beste Konzert deines Lebens? Meines Lebens? Okay, das ist vielleicht ein bisschen krass. Aber mindestens dieses Jahres? Mindestens dieses Jahres bei meines Lebens? Ich habe auch echt ein schlechtes Gedächtnis, ich weiß es leider nicht. Das wird auf jeden Fall mit zu den Top 5 kommen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich weiß noch nie genau, wo ich es reinordne. Müsste da eigentlich mal eine Liste machen, ey. Das würde mich selber interessieren. Würde dich das auch interessieren? Abonnieren, Junge! Ach so. Nee, da mach ich nicht mit, da bin ich raus. Ihr müsst treuer zu mir halten als diese Frau. Hä, nur für Geld? Ich gebe dir den Pfand. Nee. Scheiße, ey. Kein Bier mehr am Ostkreuz. Scheißladen. Flieg mal heme, hä? Na klar. Das wäre so abgehoben, gleich wieder gelandet. Buchstäblich abgehoben. Das war feine Sahne Fischfilet aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Geiler Abend, geile Setlist, geisteskrankes Publikum. Ein Männerklo hat so nach Kotze gerochen, das war richtig ekelhaft. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass ich heute nicht im Pit war. Tanzen kann ich ja dann auf dem Flair, wo sie ja jetzt endlich auch angekündigt wurden für nächstes Jahr. Und beim Wasted in Yarm sind wir ja nächstes Jahr auch dabei. Oh yeah! Liebe Grüße an alle Securities da draußen, ihr seid die geilsten, weil bei solchen Konzerten beneide ich euch nicht. Ja, also was die heute weggefangen haben im Graben, war auf jeden Fall wirklich beeindruckend. Ich hoffe, ihr werdet gerecht bezahlt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Pit. Wo fliegt man hin? Ja, such dir was raus, ich bezahle. Dann landen wir genau hier. Ja. Mehr kannst du nicht leisten. Bier. Yes. Dosenbier saufen.